Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Unsere derzeitige Rundtour rund um die Sidequest hat uns in die Arena geführt, wo wir Kiri unterstützen, weil sie irgendwie in der Arena kämpfen wollte. Ich weiß nicht, wie zur Hölle sie das durchstehen wollte, aber die Gegner sind ganz schön zäh. Heute werden wir nochmal komplett die Arena haben, ne? Also für diejenigen, die jetzt nicht wirklich drauf stehen, dass ich hier mich einfach nur die ganze Zeit durch die Gegend prügel. Kommt morgen wieder. Morgen geht's richtig wieder los. Ich wünsche euch viel Spaß. Damit werden die Standardkämpfe fürs Erste erledigt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mit Aerith wiederkomme, weil nach dem Spiel ist ja New Game Plus. Aber da werde ich sie ja nicht dabei haben. Nicht im Viererteam, glaube ich. Na gut. Dann Dreierteam versus Shinra Berserker. Nee, wir nehmen mal Tifa, Cloud und Barret. Ich will gerne mit Tifa dranbleiben, weil die ist echt gut. Oh nein, ein Geist. Was hat der Geist mit Shinra zu tun? Gott, den mag ich jetzt schon nicht. Okay, kümmern wir uns zuerst um den Kleinen hier. Wir machen auf jeden Fall Blitz, oder? Das wissen wir gar nicht. Cloud. Analyse. Feuer. Okay. Au. Und gegen dich war auch Feuer gut, ne? Gut. Dann Feuer. Wieso gehst du jetzt auf ihn? Der hier ist doch fast kaputt. Dann machen wir auch Feuer. So. Ich weiß, der Geist wuselt hier noch rum, aber soll halt umwuseln. Ey. Geblockt, mein Freund. Okay. Ich sehe schon, ihr seid Arschlöcher. Fähigkeit Gebet. Immer vorsichtig bleiben. Na gut. Wurde schon ungeduldig. Vergiss es. Dann machen wir den zuerst kaputt. Wirkungslos, geil. So, dann beschwören wir mal Ifrit. Der Geist ist vermutlich auch feuergeschwächt, ne? Oder? Oder was? Wind. Oder Eis, glaube ich sogar. Weiß es gar nicht mehr. Ne, Feuer. Ich zähle auf dich. Ich leg los. So. Rückwärtssalto. Betz. Und Rückwärtssalto. Jetzt habe ich dich, du kleiner mieser Geist. Willst du mich verarschen? Im Schockzustand hast du das gemacht? Ach, plötzlich bist du immun gegen Magie. Oh, wie ich den Geist hasse, ne? Ich verabscheue ihn so sehr. Nee, Magie wird gerade nichts bringen. Toll! Jetzt hat er wieder eine Schwäche gegen Magie. Limit. Kommen wir zum Finale. Ich habe mein zweites Limit noch gar nicht reingemacht, weil ich dachte nicht, dass ich es gebrauchen könnte. Aber für den nächsten Kampf packe ich alles rein, die ganzen Limits. Oh, das war erst die erste Runde. Machen wir es mal ganz nervig, dachten die sich. Feuer, ja? Das kriegen wir hin. Großes Kino. Ja.
Wieso warst du im Weg? Echt jetzt? Noch bin ich am Leben. Ach, Barrett. Mach mal. Oder mach's halt nicht. Mach's halt einfach nicht. Ich bin an deiner Seite. Brauch ich auch nicht. Nee, nee. So, weißt du was? Feurer. So. War okay, ja. Nervig. Zwei Sachen haben die von mir geblockt. Schweine, ey. Was haben die denn mit Shinra zu tun? So. Du willst also Feuer abbekommen, habe ich gerade gehört. So, Cloud. Mach mal. Barrett. Komm, scheiß drauf. Der muss leiden. Leiden muss er. Das ist die Rache für all den Schmerz, den du mir beigefügt hast. Ja, cool. Geht's noch nerviger? Ich hätte es gerne nervig. Warte. Okay, das visiert mich gerade nicht an. Perfekt. Du bist gerade schockern, finde ich. Bestens. Wie sieht's mit dir, Krabbe, aus? Eis. Na gut. Hab ich gar nicht. Weil's scheiße ist. Dann machen wir's so. Achso, Abwehr. Noch langweiliger hättest du es nicht machen können. Easy. Mach da erstmal ein Schild. Oh, ich hab Flashbacks von meinem Pokémon Let's Play. Echt jetzt? Ei, ich hab kein Eis. Oh, scheiße. Okay. Jetzt hab ich hier das Sagen. Ich denke, das wird eher was für Barrett sein. Nicht so nah. Buster, erschöpfen. Verdammt, ich krieg einfach so wenig. Okay, ich muss jetzt maximale Wut machen. Tifa hat auch nichts, ne? Habe ich das jetzt gemacht? Ich schlafe. Lol. Ich schlafe einfach. Ich bin bereit. Komm nicht dagegen an. Echt jetzt? Dann übernimm. Ich kann nichts machen. Wo bin ich? Oh. Gar nicht nervig, nein. Aber sobald einer weg ist, wird's einfacher. Da geht noch was. Scheiße. Nicht dein Ernst. Okay, weiter mit Tifa. Wegen Gebet. Aber einer ist schon mal weg. Meine Königin wird schon nervig genug sein, ne? Nee, oder? Komm, beiß mich, mach irgendwas. Ja, vielleicht nicht so.
Danke, Barrett. Jetzt kann ich ein Gebet machen. Und auf dich gehen. Kann ich direkt das nächste Gebet raushauen. Genau, schubs um! Weil jetzt geht er wieder auf mich, oder? Nein. Provoziere euch weiter, Barrett. Barrett! Mach mal maximale Wut auf den da. Oh, gleich ist er hinüber. Sehr schön. Dann schnell kaputt machen. Auf Hochtouren. Cloud. Schnellstörung. Perfekt. Bleibst du doch du, ja? Ich weiß, es ist gerade schockanfällig, aber geht leider nicht anders. Ja, Barrett, du kannst dich gleich selber heilen. Wobei, ich mach mal ein Gebet. Weißt du, Barrett, und dann mach mal Vitra auf dich. So, Cloud, Impuls hier bitte. Dankeschön. Und das war's. Hui. Oh, Le Königin. Abgeschlossen. Tarotkarten. Okay, gehen wir kurz in die Option. Komm gerne wieder vorbei. So. Anleitung, Statuswerte, Gegenstände, Magie, glaube ich, ne? Tifa. Nö. Statuswerte? War denn das? War auf jeden Fall nicht hier. Das wüsste ich. Anleitung? Glaube ich auch eher nicht. Hä, es muss doch unter Magie gewesen sein. Kampfberichte, Kampfeinstellung. Ah. Ach, guck mal, ich kann andere zum Anführer machen. Ich kann Tifa zum Anführer machen, oder? Nee. Wahrscheinlich später. Limits, Delfinschlag. Und Barrett. Katastrophe. Oh, nice. Oh, Champion, du kommst ja, ja, bla, bla. Diese Kiri-Divers-Champ. Ein freier Kampf noch. So, wer kommt als nächstes dran? Das Zweierteam versus Team Slumschreck. Ich habe mir noch gar nicht... Überraschungstüte? Ach so. Gibt's überall. Kann man Sachen farmen. Okay, Tifa, du bist wieder meine Nummer 1. Oh, zwei Leute. Kämpfe mit einem Zweiteam gegen eine Reihe von gefährlichen Banditen, die die Slums in Angst und Schrecken. Okay. Dann nehmen wir Cloud und Tifa. Dann nehme ich Cloud natürlich. Ach so. Jetzt kommen die Banditen. Nichts überstürzt. Es geht los. Los. Weißt du, König, das bringt dir eigentlich gar nichts. Aber weißt du was? Wenn du willst, gehe ich natürlich zuerst auf dich. So müde. Zieh dich zurück. Okay, vielleicht dann doch dich zuerst. Aber du wirst auch geheilt von ihm, ne? Ja, aber trotzdem, den kann ich fertig machen. Auch wenn er ihn heilt. Weißt du, ihr seid gerade so schön beide zusammen. Ja gut, es bringt nichts. Ich muss den zuerst wirklich angreifen. Ich hätte Barrett nehmen sollen.
Das passt schon. Dass die Eisschwäche haben. Ihr seid eine verdammte Kröte. Ihr habt was im Blut, das das verhindert. Ich sag's ja nur. Immer mal trotzdem mal ein Blitzer. Hör auf, ihn zu heilen! Dreckstück. Er ist schockanfällig. Jetzt Cloud. So, tiefer. Auf Hochtouren. Er ist schon wieder draußen? Na gut. Ist dein Kumpel gerade gestorben? Gemach. Ich geb dir gleich Gemach. Hier. Na, ist dir das Gemach genug? Na? Wollt ihr mich debuffen? Was ist denn los? Hier wird nicht gedebufft. Wenn ja einer jemand debufft, dann ich dich zu Tode. Der alleine? Oh, Zangs Lehre aktiviert. Eis. Oh, warum über Eis? Eis ist Kacke. So, eine Entfesselung. Nein, geh da noch weg. Huh. Holy shit. Was war denn das? Okay, ich muss gleich ein bisschen heilen. Au. Hörst du nicht, wie ich stöhne? Cloud, würdest du mal, keine Ahnung, dich bewegen? Ihn ablenken? Schrittzähler ist zu FP-Boost geworden. Was soll das FP? Das sind die Erfahrungspunkte. Alter, Junge. Das darf einfach nicht sein. Nicht aufgeben. Leider habe ich Shiva nicht am Start. Das erste Mal, dass ich traurig bin, dass sie nicht da ist. Kannst du aufhören, mich jedes Mal zu verfolgen? Dankeschön. Ich bin an deiner Seite. Na gut. Ich schwimme Ifrit. Tob dich aus. Na komm, gib ihm. Du hast aber keine Resistenz, oder? Nein, gut. Kannst du aufhören rumzulaufen? Der läuft die ganze Zeit rum wie so ein Idiot. Oh, wo ist er hin? Oh, mein Gebet. Was willst du dagegen machen, hä? Ifrit, gib ihm! So, Ifrit. Gib ihm richtig. Er soll mal richtig leiden. Ist ja fast wie so ein Miniboss. Wir wechseln wir ein bisschen auf Cloud. Lauf doch nicht weg. Ich möchte gerne Störung machen. Ich bin bereit. Nichts überstürzt. Okay, ich muss leider wieder heilen. Aber Ifrit ist gleich weg, dann gibt's richtig Damage. Was für eine Nervensäge. Bis bald. Schock! Bitte was? Ich dachte, er ist tot. Hochmut kommt. Meister der Gegenstände, nächste Stufe, cool.
Ich zähle auf dich. Ich leg los. Aasratte? Ich meine, sobald die Ratte weg ist, ist der Rest ist easy. Haben wir schon mal gemacht. Hier geblieben. Ja. Zack. Da. Ja. Nachschlagen. Na gut, machen wir mal Blitz gegen seine Kugel. Dann bauen wir schon mal ein bisschen was auf. Nein! Wo willst du? Der ist dein Feind, Tifa. Du der Kleine, er der Großen. Er der Großen, ja. Gutes Deutsch. Nein. Oh, jetzt habe ich einen Festling gemacht. Nein, was mache ich denn? Auf Hochtouren. Gegen die Aasratte. Ja. Cloud. Störung. Gegen die Aasratte. Okay, Rest wird recht easy. Dafür muss er erstmal aus seiner Wolke rauskommen. Ich meine, Aerith war natürlich eine Fernkämpferin, die hat es natürlich leichter. So, dann können wir jetzt unser erstes Gebet machen. Wir haben ein paar Probleme, weil Gegenstände können wir nicht benutzen. Soweit ich weiß. Das war ein schlechtes Timing, ja. Na gut. Wir müssen es so hinkriegen. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Ich meine, wir kriegen ja schon mal eine Beschwörung. Das war nur der Chocomoppel, aber wir kriegen eine Beschwörung. Wird machbar sein, Leute. Wird ein bisschen länger dauern als so sonst, aber naja. Ist halt Shit Happens, ne? Was willst du da machen? Jetzt muss ich auf 2 ATB warten. Okay. Ich meine, er ist zum Glück langsam. Das heißt, ich kann mich auch easy gleich hochheilen. Oh, er ist schockanfällig. Oh mein Gott, wir machen ganz normalen Blitz. Oh, ich hätte gegen die Kugel machen sollen. Shit. Super toll, schockanfällig war übrigens. Gegen seine Kugel wahrscheinlich, ja. Okay, jetzt ist er nochmal schockanfällig. So kann ich keine. Achso, ich bin verstummt. Okay, das bringt nichts gegen die Kugel. Okay, er ist schockanfällig. Dann machen wir jetzt Blitzrad gegen seine Eisenkugel. Jetzt ist er geschockt. Jetzt machen wir unser Limit. Nicht gegen die Eisenkugel! Ich bin so behindert. Das hätte so viel Schaden machen können. Nein, das ist alles vorbei. Jetzt kann ich wieder 10 Jahre warten. Nein. Hätte ich doch mal Barrett genommen, dann wäre das ja auf jeden Fall wesentlich einfacher gewesen. Hätte aber von Weitem auf ihn drauf gedonnert, wie so ein Bekloppter. Okay. Jetzt können wir wieder Blitzrahmen machen auf die Eisenkugel. Echt jetzt? Einmal? Ne, diesmal auf den richtigen. Diesmal auf den richtigen. Ja, guckt euch das an. Ah. Heilige Scheiße. Ja. Wär's. Noch ein Kampf? Oh mein Gott. Runde 4 von 5. Tja. Zu deinem Pech habe ich Feuer, mein Freund. Oh. Was sollte die Aktion denn? Hä? Der eine ist Eis und der andere ist Feuer. Immer vorsichtig bleiben. Aber du warst ja immun gegen Feuer?
Okay. Das ist neu. Nee, ich muss alles für Gebet sparen, glaube ich. Oh, schockanfällig. Rückwärtssalto. Impulsi, bloß. Jawoll. Auf Hochtouren. Störung. Ich bin Was hast du gerade gemacht, Cloud? Das gefällt mir nicht. Nicht aufgeben. Zack. Hey. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Nein, nicht. Zusatzangriff. Und tschüss. Der ist doch fast den Übermann. Der andere wird doch Kinderspiel, wenn der hier erstmal weg ist. Ich bin an deiner Seite. Ja, es wird ignoriert. Na komm, Cloud. Schluss mit lustig. Tschüss. So, mein Freund, du kommst erstmal ein Aero ab. Jetzt bewegt er sich natürlich. Ja, hätte ich doch Barret dabei. Es geht weiter. Au. Man bleibt auch nicht an Ort und Stelle. Wind ist kacke gegen ihn. Es war doch Wind, oder? Ja. Dass man hier keine Beschwörung bekommt, ist auch asozial. Nachschlag. Bereitest du gerade irgendeine Attacke vor, wo du dich bewegst? Wahrscheinlich schon. So, komm, jetzt bleibst du doch stehen. Oder wir sollten ja erstmal irgendwie schockanfällig machen. Oh, ist schon vorbei. Ist schon vorbei? Gerade ist schockanfällig geworden, weißt du? Aber der bewegt sich halt so viel. Ich probiere es nochmal. Oh, nice. Na komm. Jetzt sei mal nicht so miese, Peter. Sei geschockt. Alles klar, Digga. Immer vorsichtig bleiben. Du bist schon mal asozial. Würde ja einfach gerne. Guckt ihn euch an! Der ist richtig asozial. So, mein Freund. Glaub nicht, du entkommst mir. Oh, jetzt kommt noch ein Kampf. Oh, wehe, es ist das Haus. Wehe, es ist das Haus. Okay, es ist in Ordnung. Damit kann ich durchaus leben. Was macht der da? Oh, du siehst sehr speziell aus. Okay, der andere ist Wind. War ja klar. Nur kein Über. Blitz. Und damit kann ich leben. Au, mit dem Schaden nicht, mit dem Schaden nicht. Mach's nicht, bitte. Ich bin an deiner Seite. Oh. Alter, okay. Cloud, kannst du ihn ein bisschen ablenken? Schwach.
Tiefer. Scheiße. Hier wird mir absterben. Dann habe ich nichts mehr. Dann muss ich mit Cloud spielen. Und seinem Chakra. Nein, mein ATB ist doch gleich voll. Ich glaube, der ist Supporter, oder? Ich glaube, der Kleine supportet. Bitte lass den Scheiß. Es geht weiter. So, du Kleiner wirst mich erstmal heilen. Er ist weg. Nicht auf mich. Ich will doch die Heilung. Nicht auf mich. Ihr scheiß miesen kleinen Nervensägen. Ich weiß nicht, was er macht, aber ich muss weg. Einfach laufen. Der Kleine muss hier weg. Das habe ich jetzt. Noch bin ich am Leben. Alles klar, Junge. Alles klar. Cloud, lenk dir mal ein bisschen mit Störung vielleicht ab. Nein. Mein Einsatz. Okay. Jetzt wird's asozial. Ich muss den Kleinen hier loswerden. Wirkungslos? Oh oh. Nein, ich werd's verkacken. Oh je. Nicht Analyse, Chakra. Alles im Griff. Ich werde, glaube ich, mit den Limits kämpfen müssen. Oder mit meinem Limit. Okay, Limit. Ich will dich leiden sehen. Wenn der weg wäre, wäre das richtig klasse, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Schockanfällig. Darf jetzt nicht schlapp machen. Ist das alles? Volle Kraft! Okay, Kleiner, bitte nerv jetzt nicht. Los geht's. Okay, ah, nur noch du! Ah, nur noch du! Nur noch du! Mein Limit ist fast wieder da. Ja, gut. Das könnte interessant werden. Vielleicht mit Fähigkeiten an ihn ran. Ansonsten mein Limit. So konnte Tifa ihm was an ihn ausrichten. Ich habe keine Magie. Glaube ich. Oder? Ja, ich habe keine Magie. Ist doch gut. Guck dir das an, was ich jetzt mache. Und lohnt, hat sich das gelohnt? Hm? Ja, ich hoffe, dass mein Limit ihn irgendwie durchschlagen kann. Die Barriere, die ihn vor physischen Attacken schützt, lässt sich mit Magieattacken brechen. Ja. Der Ding ist, ne? Hab ich nicht. Oh, sein Schild ist weg. Klar, wenn er angreifen will, muss sein Schild weg. Nein, komm bitte her. Ich will einmal Störung machen. Lass mich einmal Störung machen. Mein Einsatz. Abschauen. Hat sich schon gelohnt. Und weiter. Neuer Versuch.
Das heißt, ich muss meine Ulti machen, wenn sein Schild weg ist. Oh, läuft doch, läuft doch. Weißt du, so ein Assi-Gegner stellen die wieder hin. Oh, ich hab's geschafft. Alter, wer hätte's gedacht? Ich hab's einfach geschafft. Hab das unterschätzt. Ja, ein bisschen hab ich's schon unterschätzt. Abgeschlossen, 32 Minuten. Mogri-Talisman. Alter Schwede. Oh. Ja, das war etwas. Komm gerne wieder vorbei. So, was ist denn unser Loot? So. Mogri-Talisman war hier, ne? Karte. Mogri-Talisman. Erhöht die Fundrate nach Siegen über Gegner. Aber ich brauche doch überhaupt keine. Wow. Ich brauche die doch nicht mehr. Was war das andere? Kraftreif, Meistergürtel, Schutzweste, Ohrringe. Tarotkarten. Verlängert die Dauer von Debuffs, die auf Gegner gewirkt werden. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber nichts für meinen Spielstil. Jetzt erstmal eine kleine Pause.